Ja, hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Vikings Wolves of Midgard auf der PlayStation 5 bei diesem coolen Action-RPG Spielchens eines, jetzt habe ich einmal nachgeschaut, eines slowakischen Studios. Ist das? Das slowakische Studio heißt Games Farm, ja, und gepublished wird es von Kalypso Media. Ja, wir starten gleich, meine Liebe. Genau. Und ja, es spielt natürlich eine Fantasiewelt im nordischen, der nordischen Mythologie. Das wissen wir ja bereits. Genau. Und was ich auch noch nachgeschaut habe, 2017 kam das Spiel raus. Das ist eigentlich ja gar nicht so alt, das ist ja relativ 5 Jahre, sage ich mal, okay. Ich dachte jetzt, das hätte schon das ein oder andere Jahr mehr auf dem Buckel. Aber ja, egal. Jedenfalls 2017 kam es raus und cool. Ich freue mich und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Okay, wir haben das letzte Mal die Wolf-Mission gemacht. Und da steht ja unten jetzt auch Jage Wölfe und kehre über das Menü ins Dorf zurück. Ich kann jetzt eigentlich gleich zurück. Ich habe jetzt überlegt, ich müsste ja da gar nicht mehr rein. Denn den Bosskampf haben wir ja eh das letzte Mal schon gemacht. Und jetzt könnte ich eigentlich, das werden wir auch machen, nämlich gleich hier, so war das, genau, zurück zum Dorf hier über diese Möglichkeit. Werden wir das gleich machen, geht das schneller. Und wir sollten wieder im Hub sein. Das hat mir auch das Spiel gesagt, dass ich das machen könnte. Verteile deine Gabenpunkte im Gabenbaum, das wissen wir mittlerweile auch. Also die Gaben sind eigentlich die, die Fähigkeiten, die was wir dann benutzen und setzen können. Okay, wir sind jetzt unten wieder also im Hub angekommen und es geht dann unten beim Schiff ja weiter in die eigentliche, in die eigentliche Aufgabe, die wir ursprünglich machen wollten und dann habt uns das leider ein bisschen mit dem Wolf, mit der Wolf-Mission da ein bisschen dazwischen gehauen, sage ich mal, und darum machen wir dann das als nächstes. Allerdings will ich jetzt ganz kurz noch schauen, denn wir haben ja wieder das ein oder andere Item, den ein oder anderen Gegenstand gefunden und jetzt schaue ich mal, ob wir da irgendwas Besseres haben, denn was ich nicht brauche, könnte ich ja theoretisch gleich mal verkaufen. Bitte schreckt euch nicht, der Schaden ist immens hier, allerdings sind das auch Zweihandwaffen. Und ich bin nicht so der Zweihand-Freak. Drum werde ich jetzt Folgendes machen. Ich werde nämlich jetzt mal hierher gehen und werde die ganzen Waffen, die ich nicht brauche, verkaufen. Genau. Ich hoffe, dass man sich da nicht verhauen kann und irgendwas versehentlich verkaufen, was man dann nicht will. Ich schau mal, Gegenstände, also verkaufen kann man es ja da wieder nicht, zerlegen kann man es da nur. So war es ja Blödsinn. Es war ja nur zerlegen. Na gut, dann machen wir es so. Dann werde ich mal hier dieses Wikingerschwert, mit dem ich eins begann, mal zerlegen. Und schauen wir mal, was ich da dafür bekomme. Boah, 9 Gold, das ist alles. Ja, das zahlt sich ja fast wirklich nicht aus, oder? Bei anderen Sachen, die hebe ich mir dann noch auf. Vielleicht gibt es dann später andere Möglichkeit, dass ich es auch verkaufen kann. Weil um 9 Gold bei es wirklich nicht verkaufen, das ist wirklich dann schade drum. Okay, na gut, dann lassen wir das. So, dann schauen wir, was ich sonst noch habe. Wie gesagt, bei den Schwertern, ich könnte es eigentlich auch da in die Truhe legen, aber egal. So, da haben wir auch was, ist das noch, das war die alte, die ist nur Rüstung 4 gewesen, das braucht man nicht. Was hier war, was war hier, wollte ich sagen, 499, 700, eures Wohlwollen, Heilungswert, 768, okay, dafür gibt es nur 2 Ladungen, ab dem Zeit 4, maximale Gesundheit plus 50, den nehmen wir, oder? Den nehmen wir, Heilungswert, 768, ist schon aktiviert, also dieser Talisman. Ich glaube, ein Talisman ist das, oder? Ja, Talisman. Okay, dann beim Schild haben wir aktuell das Beste. Ich könnte theoretisch auch eine Zweitwaffe nehmen, statt dem Schild, aber hätte ich natürlich noch mehr Schaden-Output. Aber auf der anderen Seite weniger Verteidigung. Und ich werde es so lassen dabei. Was haben wir da? Abgetragene Lederweste habe ich an. Na, die ist viel schlechter.
die was ich da Rüstungswert, na, die lasse ich dann auch natürlich so. Was haben wir da dann noch? Da habe ich das Heiltotem aktiv. Da hätte ich jetzt die warmen Stiefel noch gefunden. Was bieten mir die Angriffsgeschwindigkeit? Jo, der kritische Chef, Trefferquote, ne, 1% ist auch nicht die Welt. Bewegungsgeschwindigkeit, jo, könnte ich, nein, lasse ich das. Das ist nix und das ist, na, lasse ich auch so. Lasse ich auch so, wie es ist. Ja, hier haben wir den Bogen. Der ist da, okay, das ist da bei diesen Gegenständen. Okay, interessant. Ah, da fehlen mir noch Sachen. Da fehlen mir noch Sachen. Da habe ich, zweihändig. Wer dieser Bogen? Okay, das ist so ganz ein spezieller Großbogen. Da habe ich da den Griff gefunden. Benötigte Stufe 28. Okay, na gut, da brauche ich nicht. Den könnte ich mir dabei in die Kiste legen. Großbogen, die Sehne und der Wurfarm fehlen mir noch. Die muss ich noch finden, die Teile. Aber Stufe 28, das ist irgendwann einmal. Na, da brauche ich gar nicht überlegen. Ja, Sammlerstücke, wie gesagt, da kann man dann, ja, Runen. Kann ich die Runen nicht schon einsetzen? Kann ich die nicht schon einsetzen? Habe ich ja zwei, könnte ich machen, aber jetzt weiß ich wieder nicht. Wenn ich Runen einsetze, kann ich die dann wieder entfernen. In manchen Spielen kann man sie wieder entfernen. Und in manchen kann man sie zwar auch wieder entfernen, aber dann brechen sie und sind für immer kaputt. Urus-Rune, Auerochse, Taiwas-Rune, der Gotttier. Ich lasse es einmal noch. Ich habe jetzt keine Ahnung, muss ich mir mal in Ruhe anschauen, wie das ist. Wenn nicht, dass ich es dann. Aber ich werde sicher noch viel bessere bekommen. Aber egal, okay, dann lassen wir es mal so. Und dann habe ich hier noch, habe ich da das Beste aktiviert, gewöhnliche Schärpe, den Seilgurt, was gab, gib mir das, Rüstungswert, Schaden, weniger. Hier habe ich Zorndauer, ja, wie oft habe ich den Zorn, das ist halt auch, ne? Reflektiert, ich lasse mir das, Zorn, Schaden. Na, der Rüstungswert plus 10, der ist mir schon wichtig, das lasse ich mal. Okay, dann lasse ich es mal so. Gut, dann gehen wir runter und werden uns mal in das nächste, in die nächste Aufgabe stürzen, die da ist. Ich rede mal kurz mit ihm. Ein guter Tag zum Segeln, will ich meinen. Ja, können wir machen, ja. I'm sailing. Alter Freund hätte ich jetzt fast gelesen. Alter Feind, ne? Das ist eigentlich die Hauptaufgabe, die was ich jetzt machen muss. Gefährliche Nachbarn. Greife das Dorf. Sehe ich jetzt da gar nicht. Dorf der Swanung. Der Swanung an. Dieses Fischerdorf hat immer auf die Ulfung hinabgeschaut. Bringe ihnen Respekt gegenüber ihren Nachbarn bei und bediene dich an ihrem geräucherten Herrn. Habe ich, glaube ich, eh schon mal gelesen. Und wir werden den Raubzug beginnen. Ich denke mal, ich bin jetzt in einem neuen Gebiet. Gehe ich mal davon aus, Feinde. Mit der Fähigkeit, Angriffe zu blocken, solltest du nicht von da lang auf. Ich habe was vergessen, noch zum Nachschauen. Ich wollte ja noch was schauen. Ich hoffe, ich werde nicht gleich. Jetzt hören wir mal zu. Von allen Nachbarn der Ulfung waren es die Swanung, die auf die Geächteten mit der größten Abscheu hinabschauten. Die Swanung hielten ihre Befestigungen für unüberwindbar. Doch man sollte nie unterschätzen, welches Risiko ein verzweifelter Wolf einzugehen bereit war. Okay. Jo. Finde einen Weg in die Hügelfestung. Okay, also ich bin jetzt in einer coolen Location hier. Da gibt es schon wieder Aufgaben, da oben zu machen. Eiserne Schädel, muss ich wieder 3 finden. 15 Hundemeister und 10 Swanungflaggen. Okay, also ganz neue Sache muss ich da finden, zerstören, whatever. Das ist gar nicht so unhässlich, sage ich mal. Unhässlich ist auch ein gutes Wort, ne? Hier das Wasser hier, finde ich gar nicht so schlecht gemacht. Ja, waren sicher schon ein paar Jahre am Buckel, aber ja. Sehr hübsch, sehr hübsch. Swanungflagge, haben wir da schon eine? Muss ich die jetzt zerstören, oder was? Ja, wirklich wahr. Schau dir was an. Okay, eine haben wir schon. Das ist gut. So, ja, genau, was ich ursprünglich schauen will, hier bei Gaben nämlich, ich habe da oben steht nämlich 4 Gabenpunkte, habe ich bereits hier, und die könnte ich ja mal benutzen, und ich werde natürlich hier mal nicht bei Thor, Odin, Loki, Skat, ich werde hier bei Tyr mal beginnen, weil hier ist es mehr auf meine bevorzugte Waffe, Einhand, Äxte, Hämmer oder Schwerter, darum werde ich hier mal versuchen,
meine Fähigkeiten hierzu einzusetzen. Und ich kann vier kann ich einsetzen. Also ich habe 4 Gabenpunkte zur Verfügung. Und was machen wir denn einmal? Tier leitet die Hand, kampfeslustiger Krieger. Erhöhte kritische Trefferquote während Zorn. Okay, Zorn, ja. Wie gesagt, ich mag es nicht so oft. Was haben wir hier? Ein schneller Frontalangriff, der Feinden Schaden zufügt. Schadenfeuer, 200%. Ist das zusätzlich? Das nehme ich mir mal. Du musst zunächst Altar 2 bauen. Ah, okay, das haben wir schon mal. Was ist Altar 2 wieder? Ich weiß es bis jetzt noch nicht. Altar 2 bauen? Ah, Moment. Ach so, ist das das? Ist das Altar 2? Tier? Na, aber das geht von da los, oder? Tier leitet die Hand des Kriegers in der Schlacht und offenbart Schwachstellen des Gegners. Zusätzliche kritische Trefferquote. Benötigte Stufe 2, ich drücke mal drauf. Willst du die kritische Massegabe halten? Was? Ah, das geht, oder was? Ja, will ich. Ich bin so, das habe ich eh schon, oder? Habe ich das nicht schon dann? Egal, keine Ahnung. So, was haben wir? Ich habe noch 3 Gabenpunkte zur Verfügung. Das heißt, was hätte ich da? Erhöhte Gesundheit gibt dir die Kraft, mehr Schaden im Kampf einzustecken. Erhöhte Gesundheit um 60. Benötigte Stufe 3, sogar die hätten wir schon. Ist eine passive Gabe, okay, das ist, also das wahrscheinlich auch, oder? Ja, das sind passive Gaben, die sind dauerhaft. Also dauerhaft immer im Hintergrund dann ja, passive Fähigkeiten. Könnte ich aber machen auch. Gesundheit ist auch nicht schlecht. Oder ich gehe gleich daher. Diese aktive Gabe, Schaden. Oh. Oh. Physischer Schaden. Das braucht. Das mache ich. Ja, mache ich. Ja, das mache ich. Das macht mehr Schaden, oder? 250%? WSPS, das ist der Waffenschaden, ne? Waffenschaden pro Sekunde. Und 250% mehr? Wow. Okay. Das wäre. Ah, Blödsinn. Das ist da unten, da muss ich, die kann ich nur mit Viereck. Das ist mit Viereck ein Special Schlag. Der wird dann erst wieder aufgeladen. Okay, aber ist egal. Den habe ich mal auf der Viereck-Taste hier. Okay, alles klar. Na, das passt schon. Das passt schon. Und jetzt habe ich noch 2 Gabenpunkte. Die Gesundheit könnte ich aber auch gleich machen, oder? Und was haben wir da oben? Das ist eine passive Gabe. Erhöht den Fokus und das innere Gleichgewicht. Reduziert die Abklingzeit aller aktiven Gaben. Ja, ist sicher auch nicht schlecht, wenn es schneller wieder benutzbar ist. Allerdings, okay, Stufe 5, das geht noch nicht. Sehe ich gerade, ich bin jetzt Stufe 3. Hätte es mir sicher gleich geschrieben. Allerdings, das geht noch. Das mache ich mal hier. Blut für den Gott der Gerechtigkeit. Ja, genau. So, jetzt hätte ich noch einen. Okay, da brauche ich schon Stufe 4 und hier auch. Okay, jetzt geht eh nichts mehr. Okay, na cool. Okay, dann habe ich meine Gesundheit erhöht. Kritische Trefferquote um 1%. Naja, es ist nicht wirklich die Welt, aber gescheit als ein Stormschädel. Ein Stein am Kopf, wollte ich sagen. Und ja. Und da unten, ja, das war, okay, das geht noch nicht, das war der physische Schaden. Okay, naja, also das ist das Special-Angriff dann, passt. Okay, dann haben wir da auch schon einmal was. Den einen Gabbock nehmen wir uns noch auf. Gut, dann passt das einmal. Okay, dann, so, jetzt starten wir wirklich einmal ins aber das gehört natürlich bei einem RPG, oder ja, Action-RPG dazu, dass man da einfach nicht nur, läuft und drauf drückt, sondern dass man dazwischen auch Sachen tut. Ja, genau. Und ich will mir sowieso immer alles anschauen und wirklich alles absuchen. Das Wasser ist schön irgendwie, das gefällt mir. Und die Gischt da, gefällt mir. Ich weiß nicht, es wird wahrscheinlich nicht, da kann man sogar reingehen, ein Stückerl, wird wahrscheinlich von der PlayStation 5 nicht unterstützt werden, also dass er einen Grafikboost kriegt, das glaube ich zwar nicht, aber. Glaubt ihr wirklich, ich sei dumm genug, euch in die Falle zu gehen? Da schießt wer auf mich. Wer schießt da auf mich? Will ich da überhaupt schon? Nein, ich schaue zuerst unten. Da ist eine Kiste, die schauen wir gleich an. Was gibt's da? Holzachs. Okay. Ich hoffe, dass ich dann cooles Zeugs finde, dass ich mich dann wirklich total verbessern kann. Also Viereck merke ich mir dann, muss ich mir merken.
die 4-Taste, dass ich die öfter verwende mit diesem Special Schlag. Das ist ordentlich, nur 250% mehr Waffenschaden. Das ist schon ein bisschen was. So, ich kann nicht da jetzt runter. Was sind das für komische Typen? Komme ich da überhaupt zu euch rauf? Hallo, ich sag bloß, muss ich da... Brauche ich da einen Pfeil? Pfeil und Bogen? Komme ich da sonst gar nicht hin zu euch? Wie es aussieht, gell? Das ist aber nicht gut, wenn ich mal keinen Bogen ausgerüstet habe. Interessant. Da sollte ich mal vielleicht am Bogen dann... okay, hold. Ich meine, es kostet mir wirklich nicht viel Leben. Ich bin ja fast imbar. So, ich weiß nicht, soll ich mal den Weg runtergehen zuerst? Ich habe keine Ahnung. Kann ich da rauf? Kann ich da durch? Ja, ich kann, ne? Aber die sind alle ein bisschen da erhöht oben. Kann ich die... Aber das ist doch... jetzt komme ich doch rauf hier. Vielleicht kommen wir doch rauf. Muss ich ein bisschen vielleicht von hinten rum? Vielleicht geht's eh. Und ich habe das mir so blöd angestellt. Es waren Umkämpfer, okay. Sind das aber nicht die Hundemeister, oder? Was sind Hundemeister? Na, die werden halt Hunde dabei haben wahrscheinlich wieder. Jo, ich weiß auch nicht. Ich gehe mal. Obwohl da oben, das dürfte das Ziel sein. Ist dir nicht kalt, Hündchen? Na, aber da komme ich nicht hin, oder? Weil zu dem zum Beispiel komme ich nicht hin. Der ist da. So, 15% Angriffsgeschwindigkeit. Was ist da? Hölzerne Barriere, okay. Okay, da komme ich eh noch nicht hin. Aufgabe aktuell, versuche ein weiteres Tor im Dorf zu finden. Okay, da komme ich noch nicht hin. Oder, weiß ich nicht, von einer anderen Seite vielleicht. Ja, da ist schon ein bisschen mehr los jetzt da. Ah, da habe ich was vergessen vorher. Gut, ich job. Und da sind wir, ich schau mal darauf kurz. Hund. Hund 3. Ist ja 3 Jahre alt wahrscheinlich, ne? Dreijähriger Hund. Dreijährige Hunde sind gefährlicher wie zweijährige Hunde. So. Ich weiß auch nicht. Ich habe keine Ahnung. So, darum. Ich will nichts verpassen. Ich will überall hin. Will mir jeden Winkel des Spielchens anschauen. Ich sehe nicht überall was, aber... Au, irgendwer schießt eben auf mich. Aber ich habe ein tolles Schild, ne? Aber zum Glück gibt es hier keine Umgebungsprobleme, wo man sterben kann. Ja. Ich habe schon einen Hundemeister besiegt. Ist mir gerade aufgefallen. War der das? War das einer? Ich habe keine Ahnung. So, irgendwer schießt da. Die ganzen Pfeile, das macht mich schon ein bisschen krantig. Krantig, würde ich beinahe sagen. So. Au. Ein dreijähriger Hund. Machen wir gleich. Achso, komm. Natürlich die Raben oder Krähenvögel da, die dürfen auch nicht fehlen. Na komm schon. Mein Gott, na, ihr seid sowas von dämlich. Mirkraben, die können nicht Mirkraben schreiben, das sind Mirkraben. So. Mehr ist da eh nicht gewesen. Ja, na komm. Kann man eigentlich... Also der Vogel, die sind so... Okay, weißt du, was du mich kannst, Vogel? Jetzt macht er einen Sturmangriff auf mich. Ja, jetzt habe ich ihn endlich, Mann, oh Mann. Okay, dann jo, mehr ist da eh nicht gewesen. Da müssen wir eh da runter. Also es ist überschaubar, sage ich mal. Das war bei Diablo viel großflächig alles, aber es kann ja nur werden. Aber ich brauche das eh nicht immer so. Genauso, es war ja auch einmal im Gespräch, es war ein großer Gesprächsstoff einmal, vor allem diese Rollenspiele mit einer riesigen, ich bin schon wieder amerikanisch, ne? Ich rede schon wieder amerikanisch, mit einer riesigen Map, ja. Man kann es schon übertreiben auch, ne? Das ist der, ich glaube, jetzt komme ich rauf, ich denke mir, ja. So kommt man rauf. Abgetragener Lederhelm. Vielleicht ist der besser, dann schauen wir uns dann alles an. Ich sag, man kann es auch übertreiben von der Größe der Maps. Ist dann oft auch gar nicht so sinnvoll, wenn man überhaupt keinen Überblick mehr hat. Und ja, wenn ich dann ein Rollenspiel ein Jahr lang spiele, oder mehr oder weniger ein Jahr lang brauche, dass ich da alles durch habe, es ist dann, weiß nicht, ob man da nicht ein bisschen
die Lust auch verliert am Spiel. Ich meine, es gehört schon bisher, keine Frage, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und bei manchen Spielen ist halt das ziemlich extremst. Weil ich bin ja so einer, der will alles suchen und alles finden, also ich schaue jeden Winkel ab. Also da brauche ich eh schon einmal 10-mal so lang, wie es eigentlich vorgegeben ist von den ganzen Spielen. Oder wo die Leute halt sagen, okay, das dauert vielleicht jetzt eine Stunde, 50 Stunden. Und ja, also wenn die das sagen, dann brauche ich schon einmal 200 Stunden. Ne? So, ein Dreijäger, irgendwas kommt da gleich wieder. Ja, und das ist halt, das kann dann oft schon auch ein bisschen fad werden. Ich weiß, also fad, ihr wisst, was ich meine. Und auch dann von den Quests und so, wenn man dann wirklich immer nur so Sammelquests hat, ja, bring mir 10 Äpfel oder ja, weiß ich nicht, töte 10 Wildschweine und ja, das ist halt dann irgendwann auch einmal fad. Aber, das war jetzt zum Beispiel ein Hundemeister, glaube ich, ja genau, 2 von 15. Aber bis jetzt ist es hier für mich schon ziemlich interessant noch und ja, gefällt mir. So, da könnte ich mal aufladen. Achso, ja, ich habe jetzt das aktiviert, darum habe ich nur 2 Aufladungen, aber dafür habe ich mehr Schutz, ja. Na, aber das passt schon. Bei meinem Schwierigkeitsgrad sollte das reichen. Sollte das reichen, Gottes Heilung, okay. So, ich schau mal ganz kurz so, das sieht man eh so schlecht hier. Wo ist denn eigentlich das da oben, okay. Ja, riesiges Gebiet hier wieder natürlich. Aber zumindest sind wir mal aus dem kalten Gebiet, aus Schnee und Eis raus. Es waren nun Kämpfer. Ja, ja. Dann eben hinten eine rein. So, was mit dir? Das sind die Swanon-Krieger, okay. Ja, der stört. Veteran sogar, ne? Der ist ein ordentlicher Veteran. Aber ihr seht meine Lebensleiste, also der rührt sich auf fast nichts. Na, also das ist schon ein angenehmes, beruhigendes Spiel. So wie ich es will. So wie ich mir das vorstelle. So, Jodan, da bin ich runtergegangen. Ich gehe mal hier weiter, schauen wir einfach mal. Ich will so viel wie möglich mitnehmen hier. Beziehungsweise so wenig wie möglich verpassen. So, was ist da? Kann man da rein? Nicht wirklich. Die schaut so gut. Mir gefallen die Häuser, die was halt so in den Berg rein sind. Beziehungsweise so, ja, ihr wisst, was ich meine. Wie auch bei den, wie heißen sie denn? Von Herr der Ringe, die Hobbits, ja. Im Auenland. Also, mir gefällt die Location so extrem gut dort. So richtig beruhigende, coole. Also, das ist komisch, wenn das so in Zeitlupe dann immer ist. Sind das Grid-Treffer oder? Ich habe keine Ahnung. Es schaut aus, wie wenn das so Grid-Treffer dann wären. Wenn das so in Zeitlupe ist. So. Wo ist deine Hündin? Also, das ist wieder so ein. War das wieder einer? Wir haben Hundemeister. Ne, 3 haben wir bis jetzt. 3 von 15. Okay, da unten ist eigentlich eh Sackgasse. Ah, aber eine Schatzkiste. Oh, eiserner Schädel wieder. Also das will ich auch, wenn es irgendwie möglich ist, alles immer finden. Das wäre cool. Das würde mich sehr, sehr freuen. Habe ich die jetzt überhaupt zerstört, immer diese Flaggen? Das weiß ich jetzt nicht einmal. Ob ich die alle zerstört habe überhaupt. Oh, war viel gleich auf einmal. Überhaupt kein Problem für mich. Überhaupt kein Problem. So, da drüben sind die nächsten Wuffis. Kann ich da durch? Ja, ich glaube von da nicht, oder? Komme ich da von dieser Seite nicht durch? Von dieser Seite verschlossen, ne? Kämen auch vor, wo, gell? Da steht's halt nicht, aber es ist so. Genau. Du hast dich mit der falschen Schildmaid angelegt. Ja, genau. So. Kann ich da auch nicht. Okay, da muss ich da, von wo muss ich da dann, muss ich wieder zurück. Dann war das alles hier für die Katz. Ja, für die Katz war es nicht, ich meine, ich habe viel Items gefunden und vor allem Gold. Dann gehen wir halt mal da.
Die blocken so gut. Ah, das ist ein Veteran wieder. Den muss man von hinten machen. Komm. Ich kann ja gar nicht einmal, theoretisch. Könnte ich auch einmal, ja genau, mehr mit meinen Fähigkeiten arbeiten. Ich könnte eigentlich da... Oh, habt's gesehen? Habt's das gesehen? Ich bin ein Kampfmagier, ne? Eiswohl, habe ich wieder was bekommen. Okay, cool. Ja, ich muss öfter mal... Jetzt habe ich zum Beispiel erst mit dem Viereck gearbeitet. So, also gut. Ich schau mal. Darüber geht's. Da muss ich eh hin. Es geht eh nirgends anderswo. Aber bitte seid mir jetzt nicht böse, denn ich muss wirklich noch einmal schauen, ob ich da wirklich vorher auch diese Flaggen auch alle zerstört habe. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Was? Was ist mit Schwanz? Was? Ich glaube, ich habe eh alle, aber ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, dass ich da noch wo eine Flagge vergessen habe. Aber ich glaube, na, habe ich alle zerstört. Ich habe auch 1120 ist meine Lebensleiste schon lang. Ja, das war das, genau, da konnte ich ja nicht weiter. Also mein Leben, sollte ich ein bisschen was von meiner Lebensleiste verlieren, baut sie sich dann kontinuierlich wieder auf. Also selbst das ist eigentlich... Und das ist eben jetzt bei dem, was ich mir geholt habe, bei dieser Fähigkeit, dass es dann schneller aufbaut wieder. Dafür habe ich nur 2 Ladungen. Statt 3 wie vorher. So, da muss ich jetzt eh durch. Da geht's weiter, glaube ich. Ich schaue da vorher noch. Das Gold nehmen wir alles mit. So, wir haben eh schon wieder... Ich muss dann eh, glaube ich, wieder 5 Minuten ungefähr machen noch. Ich möchte wirklich bei diesen ungefähr halben Stundenparts bleiben. Ja, also die blocken jetzt schon schön. Ihr Hundling hier. Allerdings. Könnte man da auch nichts anhaben. So, kann man da rein? Nicht wirklich. Okay, dann da. Auch nicht. Aber zerstören kann man das, aber ist nichts. Okay, gut. So, dann sind wir da jetzt schon mehr. Kommen wir da immer mehr ins Innere. Ins Zentrum. Wow, das war cool. Das war jetzt, glaube ich, auch wieder ein Grip-Treffen. Das ist wieder so ein Veteran. Oh, die sind schon. Okay, weißt du was? Ah, yes. Gut. Dann. Dein Fell ist schäbig, Ulfung. Halt's zusammen. So. Gut. Dann. Ich könnte mal darunter schauen, werde ich machen. Aber zuerst die Bogenschützen, die ärgern mich am meisten. Die holen wir sicher mal. Und den blöden Vogel da. Es war gleich alle 3 auf einmal. Es waren 3-Jährige. Die kämpfen auch. So, dann, jo. Ist da mal ein bisschen Ruhe. Da geht's weiter, wie es aussieht. Das war noch Schildmeid. Ist das... Ah, das ist auch ein Schildmeid. Okay, ein Dutz ist das. Frau gegen Frau, wow. So, da geht's dann, glaube ich, weiter. Genau, da müssen wir weiter. Allerdings, da gehe ich noch nicht weiter. Denn ich schaue natürlich vorher überall anders. Wir schauen da nämlich noch runter. Jetzt sind wir nämlich auf der anderen Seite, wo wir vorher nicht durch konnten. War das sowas? Ist das? Also es war nur Kontrollpunkt. So, da haben wir eine Truhe. Gold ist immer gut. So, dann haben wir hier auch alles. Ich konnte eigentlich... Ah, ich muss hier aufladen. Wenn wir 2 haben. So, jawohl. Was? Was ist mit dem Strand? So, und dann da, ja. Kann man da jetzt von da? Weil da war ich vorher auf der anderen Seite. Und jetzt bin ich hier eben auf der anderen Seite. Hundemeister, da haben wir wieder einen. Ah, das ist die Schildmaid, oder? Wieder Schweine. Komm, stirb. Gut. Niemand stellt sich mir in den Weg. So, da ist wieder sowas. So, wie ist der? 4 von 10 Uhr, aber ich weiß nicht, ob ich die Flaggen alle. So, dann, alles brennt hier, das ist ein Wahnsinn. So, das habe ich gemeint, auch so eine Hütte hier in den Stein so reingebaut, in den Fels. So, dann da, was haben wir da? Ah, da könnte ich, glaube ich, wieder Blut opfern. Das war wieder ein Crit-Treffer, oder? So, da vorne könnte ich, glaube ich, wieder Blut opfern.
Ist das wieder... Ist das sowas, wo ich... Schauen wir mal, ist das sowas? Ja, halt da. 3000! Wie viel habe ich? Geht sich das... Ah, es geht sich aus, oder? Schaden. Gehen wir auf Schaden. Ich gehe auf Schadensoutput. Volle Wäsche. Volle Wäsche. Mach mal. Weiß wurscht ist. Plus 2 Gabenpunkte habe ich bekommen. Okay. Und Stufe 4 sind wir. Ja, okay. Na, passt. Ja, es... wie gesagt, ich mache einfach... Wird nicht so kompliziert sein. Wir sind auf einem guten Weg. So, ich gehe mal drauf. Wo bin ich? Oh Gott. Jetzt habe ich da angefangen. Es ist eigentlich da in der Mitte, hätte ich... Nein, wir gehen da außen mal einfach. Ich schaue mal den Außenbereich an. Ich glaube, mit Richtung Zentrum ist dann... Ist dann eigentlich, glaube ich, jeder Hauptweg. Zumindest glaube ich das. Weil... Ah, schaut euch was an. Sollte ich mal dann irgendwann einmal wieder... Schauen, was ich Neues im Gepäck habe. Da ist schon wieder sowas. 5 von 10, die Hälfte hätten wir mal. So, yeah. Da gibt es dann sicher auch so Nebenquests, dann nicht 100 töten, oder? Statt Wölfe 100 töten. Aha, yes. Komm, du sollst sterben. So, gut. So, ich habe einen Zorn auch noch, den könnte ich auch einmal verwenden, aber so, da ist glaube ich da mehr so wieder so Arena-Bereich. Ist da irgendwas? Liegt da was? Ich will alles abklappern. Kann man da eh nicht, okay. Gut, dann geht's hier weiter dann. Ist glaube ich auch ein Bereich, wo wir nicht weiter können. Da müssen wir dann glaube ich eh wieder zurück. Und da geht es dann eh nur die eine Möglichkeit dann glaube ich. Ich bin eingekesselt. Aber das macht mir nichts. Das macht mir gar nichts. Was lag da? Was war das? Und wie lang mein Inventar reicht? Das ist das nächste, ne? Aber wieder eine Flagge. Und eine Kiste. Na, da gibt es Sachen. Gewöhnliche Schärpe. Okay. Gut, dann jo. Aber da geht es doch weiter. Und ich dachte, da wäre es aus. Okay. Dann ja, na dann. Was? Zahnloses Vieh war das, was? War das stärker, weil es zahnlos war? So, wie schaut's da aus? Ich bin da gegangen, okay. Ja, ich gehe einfach da weiter, keine Ahnung. Keine Ahnung. Kontrollpunkt erreicht, okay. Kämpfe dich über den Strand, okay. Ah, hätte man das aussuchen können vielleicht sogar. Den direkten Weg da rein oder eben über den Strand? War das so? Vielleicht, aber ich habe gerade mal probiert, ob ich da rein gekonnt hätte. Kann ich da? Na, kann ich nicht. So. Gut, wir haben... Na, wisst ihr was? Ich mache die zwei noch da tot. Gebar. Gewährt 20% Schaden. Plus 20% Schaden. Wahnsinn. Das ist halt schon brutalst. Da geht was weiter. Heiltotem. Was es da alles gibt. So. Warte, ich mach den Bereich da noch schnell kurz. Ey, was ist ein Frosch. Ein Fröschchen war da. Neuer Gegner. Mirkgraben. Ja, die gibt es eh schon immer, die ganze Zeit. Okay, da ist schon ein bisschen mehr los. Na komm, die Vögel, die sind am... demnächst, ne? Mit ihren Sturmangriffen. So, ich war ich da vorne schon im Eck? Da hinten? Na, okay. Gibt's nichts zum Holen. Die Vögel. Gut, dann stirb endlich einmal. Der stirbt nicht, ne? Das ist unvorstellbar. Na gut, aber jetzt. So. Kurze Tierkung noch einmal. So, dann hier. Frösche. Ich bräuchte mal nur eine ruhige Minute, dass ich da mal eine Badpause machen kann. Quaxi. So, dann. Ich glaube, jetzt da wäre es gut, oder? Könnte ich mal machen hier, oder? Okay, meine Lieben, machen wir so. Kurze Badpause. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Progress, das holen wir noch schnell. Ja.
bisschen Progress gemacht und dann geht's jo, im nächsten Part munter weiter, wenn es dann wieder heißt Vikings Wolves of Midgard. Auf der PlayStation 5 macht's gut und ciao, bis zum nächsten Mal.